Wer hat Yoga entwickelt? Hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Fragen an Sukadev. Der Sukadev, das bin ich, von www.yoga-vidya.de und es gibt die Reihe Fragen an mich und jemand hat gefragt, wer hat Yoga entwickelt? Yoga hat sich entwickelt in Jahrtausenden in Indien. Es gibt nicht einen einzelnen Menschen, der Yoga entwickelt hat. Im alten Indien gab es die sogenannten Rishis, die sogenannten Seher, die sogenannten, man könnte fast sagen, Propheten. Die waren in überbewussten Zuständen und dabei sind aus ihnen heraus Yoga-Übungen entstanden. Wir finden es zum Teil auch heute, Menschen, die Energiepraktiken üben, entwickeln praktisch von selbst Körperübungen, in die sie hineinfallen. Irgendwo ist das eine innere Intelligenz, diese ganzen Yoga-Übungen. Und so heißt es, dass vor vielen tausend Jahren diese Rishis diese Yoga-Übungen, ja letztlich diese Yoga sich ihnen manifestiert haben und sie haben dann dieses Yoga über Jahrhunderte und Jahrtausende weiterentwickelt. Wer hat also Yoga entwickelt? Eine Antwort wäre die alten Rishis in Indien. Aber das reicht jetzt auch nicht aus, denn Yoga hat sich in jedem Zeitalter wieder von Neuem weiterentwickelt. Auch zum Beispiel im indischen Mittelalter, also zwischen dem 9. Jahrhundert bis zum, könnte sagen, 19., bis zum 16. Jahrhundert. Dort gab es Yoga in Mönchsorden, da gab es die sogenannten Nath-Yogis und es gab Familientraditionen. Und so wurde Yoga in solchen Familien und Mönchstraditionen weiterentwickelt. Dann gab es im 19. Jahrhundert natürlich die englische Kolonialherrschaft und dort haben die Inder auch der europäischen Zivilisation etwas entgegensetzen wollen, dem englischen Gymnastik- und Sportunterricht und so weiter, den in Schulen gelehrt wurde. Dort haben sie sich auf das Hatha-Yoga besonnen. Und so gab es im 19. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in Indien Entwicklungen, wie man Yoga im größeren Stil weitergeben kann. Nicht nur in Ashrams, wo Menschen 12 Jahre in die Lehre gegangen sind, nicht nur in Familien, wo die Kinder praktisch von ihren Eltern Yoga gelehrt bekommen haben und nicht nur in den Mönchsorden, sondern eben im normalen Schulunterricht oder auch in Yogaschulen und so weiter. Und so wurde Yoga im 20. Jahrhundert entwickelt, wie wir es heute kennen, in mehreren Traditionen, zum Beispiel Swami Shivananda, Swami Vishnu Devananda aus Rishikesh. Und Swami Vishnu ging dann ja nach Amerika und auch nach Europa, Australien, Südamerika und Afrika. Er entwickelte eine Technik, wie man Yoga-Schulzentren leiten kann. Er entwickelte das Konzept von Yoga-Kursen, fortlaufenden Kursen. Er entwickelte das Konzept von Yoga-Seminaren, Yoga-Ausbildungen und auch von Yoga-Ashrams und einem Yoga-Ashram-Programm. Er unterrichtete Konzepte, wie man Yoga in die Erwachsenenbildung integrieren kann und Yoga für Kinder unterrichten kann. Man könnte sagen, vieles, was heute im Westen selbstverständlich ist, wurde vielleicht von Swami Vishnu entwickelt. Er hat nicht Yoga entwickelt, aber eine Menge von dem, wie Yoga heute unterrichtet wird. Eine zweite wichtige Tradition, die vor allem im Westen heute wichtig ist, ist die sogenannte Mysore-Tradition. Dort gab es einen Krishnamacharya, der war letztlich ein Berater, ein Minister am Hof eines indischen Maharajas unter der Oberherrschaft der Engländer. Und der beauftragte eben Krishnamacharya, Yoga so zu unterrichten, damit es in die Schulen gebracht werden kann, damit es in den Sportunterricht hineingebracht werden kann. Und so forschte Krishnamacharya von verschiedenen Yoga-Lehrenden und entwickelte eben Yoga-Formen, die man in einer Gruppe unterrichten kann. Und so gibt es noch andere Yoga-Meister, die letztlich das Yoga so entwickelt haben, dass es heute im Westen so populär werden konnte. So gibt es nicht einen Einzelnen, der Yoga entwickelt hat, sondern viele. Und letztlich, Yoga entwickelt sich immer wieder von Neuem. Yoga wird sich auch in dir entwickeln, wenn du Yoga praktizierst. Ist nämlich nicht nur wichtig, wer in der Vergangenheit Yoga entwickelt hat.
Das Wort Yoga hat ja auch eine Bedeutung. Yoga heißt Einheit, Harmonie und Verbindung. Und du kannst Einheit, Harmonie und auch Verbindung, auch Harmonie mit anderen Wesen entwickeln. Und dazu kann der Yoga helfen. Und dazu kannst du es selbst üben. In diesem Sinne, entwickle Yoga selbst in dir.